Guten Abend, Frau Smith. Guten Abend. Ich habe drei coole Schurken für Sie gefunden. Ja, nun berichten Sie. Der erste hier ist El Dasso. Er ist sehr gefährlich, sehr böse, mit feurigen Händen. Ja. Oh, bitteschön, Ihr Frühstück. Danke. Warum ist es kalt? Oh, Sie wollten es heiß. Kein Problem. Schon fertig? Es ist jetzt gut. Dankeschön. Puh, das ist eklig. Warum? Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ich will mein Geld zurück. Entschuldigung, das ist unmöglich. Warum? Weil es unmöglich ist. Das ist unsere Politik. Es tut mir leider leid. Mama mia. Sie wollen Ärger. Mein Gott! Locos amigos! Toll, der passt uns. Der nächste? Der nächste ist Joker. Psychotisch, labil, kriminell. Ein echter Quatschkopf und Psychopath. Selbst die Gefährlichsten haben Angst vor ihm. Ich glaube, wir sind an ihm interessiert. Häftling, dein letztes Wort, bevor du stirbst? Richtet mich schon hin, ich bin schon satt zu warten, Leute. Bereust du, was du getan hast? Ja, ich bereue es nicht, doch mir Bank ausgeraubt zu haben. Eine letzte Sache, die du vor der Hinrichtung noch tun möchtest? Ich werde furzen, bevor ich stirbe. Das ist sehr lustig. Die Hinrichtung ist abgesagt. Was ist los? Sollen wir spielen gehen? Das ist schade, ich habe mich schon so auf den Tod gefreut. Okay, gut. Ja, diesen Joker brauchen wir unbedingt. Und der dritte? Der dritte ist Captain Ruffa. Er ist der berühmteste Attentäter der Welt. Seine Superkraft ist kaltes Eis. Hier müssen die Reichen wohnen. Ich soll ja reingehen und sie beklauen. Hahaha! Schönes Chaos! Hahaha! Ich mach ihn auf! So? Hände hoch, Einbrecher! Du! Was willst du mir tun? Hände hoch und ich werde schießen! Los, Hände! Du hast dich mit Captain Ruff anlegen! Leg dich nicht mit Captain Ruff an! Entschuldigung! Gut, wir haben ein Team für die Mission zusammengestellt. Bringt sie zu mir, ich kümmere mich um sie. Sie haben recht, Frau Smith. Ich bin weg! Halt! Und der vierte Umschlag? Bitteschön, das ist der vierte Bösewicht, den wir nicht fangen können. Der vierte bist du. Der GL Show schaut, aber den Kanal immer noch nicht abonniert hat. Sogar Harley Quinn hat abonniert. Und sogar Darth Vader hat abonniert. Sogar Thanos konnte nicht Nein sagen. Also abonnier sofort! Ja, unterschreibe jetzt. Sei kein Gesetzloser. Du darfst gehen. Ich warte auf Sie. Jawohl, Frau Smith. Ich gehe. Later. Mama mia. Wo bin ich? Wer sind diese Leute? Und warum bin ich gefesselt? Ich muss das einfach verbrennen. Ich bin frei. Und wer bist du denn hier? Hilf mir zu befreien. Ja, komm, hilf mir. Warum soll ich dir helfen? Ich kenne dich doch gar nicht. Gib mir immer... Hey, wach auf! Wach auf! Ah, wer seid ihr? Amigo, wir haben die gleiche Frage. Du verschwendest deine Zeit, Kumpel. Wir sind sehr eng gefesselt. Das wird nicht funktionieren. Nichts kann Captain Ruff aufhalten. Wer seid ihr? Wer? Amigo, ich werde dich braten. Und ich werde dich einfrieren. Leute, kann mich jemand losbitten, hä? Ruhe! Ihr seid aus gutem Grund hier! Aus welchem Grund?
Wer bist du? Kann mich also jemand losbitten? Vergiss es! Wir haben sehr wenig Zeit. Ich habe eine sehr wichtige und gefährliche Mission für euch. Was für eine Mission? Kann mich jemand endlich losbitten? Ich werde dich zu einem Burrito machen. Ha? Ich habe genug von euch! Können wir jetzt reden? Was willst du denn machen? Wie ihr bemerkt habt, habt ihr Armbänder auf den Beinen und die kann ich benutzen, um euren Standort zu erfahren und um euch einen Stromschlag zu verpassen. Ich kann euch zerstören, alles was ich möchte. Lass mich mal sehen. Hoppla. Oh. Ja, wirklich? Ja, hier gibt es etwas. Wie ihr bemerkt habt, habt ihr keine andere Wahl, als euch hinzusetzen und mir zuzuhören. Mama mia, gut, dass ihr weiter... Bindet mich los! Endlich mal! Wie ich euch gesagt habe, haben wir eine sehr wichtige Mission für euch. Die Tochter des Präsidenten wurde entführt und ihr müsst sie retten. Hilfe, Hilfe! Ich will nach Hause, ich will nach Hause! Warum wir? Ihr habt doch die ganze Armee! Ey Leute, bin ich der Einzige, der Hunger hat? Unsere Armee kann sie nicht entwaffnen. Deshalb haben wir euch gefunden, die drei gefährlichsten Superschurken der Welt, damit ihr diese Mission erfüllt. Und was bekommen wir dafür? Und wenn wir entkommen? Und wann werden wir essen? Haltet die Klappe! Wenn ihr versucht zu entkommen, werden wir euch vernichten, denn wir wissen ja, wo ihr seid. Und wenn ihr die Mission erfüllt und die Tochter des Präsidenten rettet, dann lassen wir euch frei. Mama mia, das klingt gut! Finde ich auch! Aber werden wir essen oder nicht? Wozu brauchen wir ihn? Ohne ihn könnt ihr diese Mission vielleicht nicht erfüllen, denn nur ihr drei könnt diese Aufgabe lösen. Okay, lass uns gehen, Amigo. Was denn, gehen wir essen? Nein, wir haben eine Mission. Hey Mann, Leute, mit leerem Mann kann ich nicht arbeiten. Komm schon, lass uns den Job erledigen. Ja, und wir werden frei sein. Aber können wir zuerst was essen? Soll ich an irgendeinem Laden anhalten? Soll ich dir etwas Geld geben? Ich brauche kein Geld, keine Sorge, ich nehme alles umsonst. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Leute, eine Minute, wie auch immer, wartet hier auf mich. Ich bin gleich wieder da. Okay, wir werden warten. Ich will furzen. Mama mia, warum so lange? Also, das ist für Estasso, das ist für Jaka. Oh, danke dir, endlich! Hast du bezahlt? Ja, ich habe eine Granate geworfen. Und damit bezahlt. Zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Wow. Los geht's! Mano, Leute, die Polizei, was machen wir denn jetzt? Hey Leute, Mann, warum jagen wir sie sich einfach in die Luft? Amigo, wir haben eine Mission. Wir müssen sie jetzt erfüllen und dann sind wir frei. Okay, okay. Captain Rafa, hör auf. Okay, Jungs, wir sind erledigt. Ich werde aufhalten. Amigo, warum hast du denn eine Granate für ein paar Coca-Colas geworfen, verdammt? Aus Gewohnheit. Es tut mir leid, natürlich, aber ich habe eine Frage an dich. Wann werden wir essen? Beeile dich nicht, das Mittagessen kommt gleich. Na gut. Hey Leute, jetzt, wo wir zum Mittagessen, habe ich eine tolle Idee. Welche Idee? Das sage ich euch nachdem, was ich habe jetzt Hunger. Ruhe, das ist Elke. Ich rede nicht. Hey, redet nicht so viel. Ja. Ey Leute, schaut mal, was ich vorhabe. Na gut. Captain Rafa, schau. Hey, hola. Bist du verrückt mit mir? Schneller. Oh. Amigo, was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht, wir werden essen. Okay. Aber hast du mich hier gebracht? Willst du mit mir hier spielen, hä? Nein, du wirst bestraft werden. Oh, ich mag es, bestraft zu werden. Wo sollen wir anfangen? Wo immer du willst, ich genieße das alles hier. Sehen deine Zähne in Ordnung? Soll ich sie reparieren? Meine Zähne? Sie sehen in Ordnung. Schau sie alle an. Ich putze sie nur einmal im Monat. du hast eine lange Zunge. Ich weiß ja. Soll ich sie abschneiden? Oh nein, das ist sehr langweilig. Mach was Härteres. Noch Härteres. Das wirst du gleich sehen. Oh, das gefällt mir besser. Na, das werden wir ja sehen. Hat es dir gefallen? Ja, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich genieße es. jetzt werde ich dich betäuben. Oh ja, komm schon, betäube mich, süße Träume. Träume.
One hour later. Amigo, warum weckt ihr ihn nicht auf? Wie viele Stunden hat er denn geschlafen? Wozu sollen wir ihn wecken? Habt ihr mich vermisst? Wann bist du denn aufgewacht? Ach, eigentlich war ich wach, das war der Plan, von dem ich euch allen erzählt habe. Mama mia, und was war das für ein Plan? Du bist ja schlau, Joker. Ha, schaut mal, was ich für euch habe. Oh, oh nee. Oh, toll. Aber sie müssen verstecken werden. Hey, geh mal dahin, Captain Raffa. Schalten wir ihn aus. Ja, ist das so. Los geht's. Herr Polizist, ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Was willst du nochmal? Schauen Sie mal hier rüber. Nein. Oh, Captain Raffa, bravo. Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Wartet einen Moment. Ich werde uns helfen. Oh. Jetzt ist es einfacher, sie zu brechen. Ja, los geht's. Komm schon, brich es, brich es. Bevor er schmilzt, los. Hey Jungs, lass uns mit dem Polizisten Fangen spielen. Natürlich, ein bisschen. Mach's kaputt! Beeilt euch! Kopf raus! So, los! Los! Later. Amigos, irgendwo hier drin halten Sie die Tochter des Präsidenten. Okay, lass uns sie retten. Wie wär's mit einem kleinen Versteckspiel? Oh. Hammer! Deshalb wurden wir gerufen. Es war sehr einfach. Schau, jetzt bin ich dran. Nicht schlecht. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich dachte, es wäre jemand hier. Aber es ist keiner da. Hände hoch! Ich mag Burritos. Hände hoch! Hey Freunde, lasst uns spielen gehen. Kommt schon! Er ist hier irgendwo! Hier! Hallo! Schlafpulver, süße Träume! Oh, Mama Mia! Die Tochter des Präsidenten ist hier! Okay, Jungs, lass uns den Eingang schließen! Jetzt werden wir dich losbinden und du kannst gehen. Danke sehr. Gern geschehen, Mädchen. Jetzt noch ein bisschen. Ey, Jungs, wir müssen schon los. Opa, gib mir deine Hand. Lass uns nach Hause gehen. Los. Ja, rennt. Glückwunsch, ihr habt diese Mission erfüllt. Der Präsident hat sich persönlich bei euch bedankt. Und wie versprochen, seid ihr jetzt frei. Ihr dürft gehen. Oh, die Armbänder, hä? Tragt sie noch ein bisschen. Vielleicht werden wir euch ja nochmal gebrauchen. Wer es heute schafft, aus dem kleinen oder dem großen Gefängnis rauszukommen, gewinnt! Aber wer kommt in das kleine Gefängnis und wer in das große? Wir spielen Schere, Stein, Papier und wer gewinnt, entscheidet, wohin er geht. Los geht's! Schere, Stein, Papier! Ja! Ich habe gewonnen, Leute! In das große! Ah, Leute, okay, ich steig da rein! Roll nicht wie ein Mädchen, komm rein, schneller! Ich sperre dich ein, ich schließe dich ein, damit nicht fliehen kannst! Ach! Raffario, mein Freund, du wirst sehen, dass ich heute gewinne, weil ich Papa Stas bin! Großartig, großartig und Raffario ist eingeschlossen. Ja, auch immer, ich gewinne die Challenge, ich bin bereit. Leute, der Gewinner dieser Challenge bekommt ganze 1000 Euro. Also Leute, lasst uns das Rad drehen. Jetzt wollen wir mal sehen, was Raffario bekommt. Lass etwas Gutes sein, Nimon! Na, schauen wir mal, Raffario bekommt eine Schere. Leute, ich habe die Schere und ich werde versuchen, damit aus dem Gefängnis zu kommen. Was soll ich also tun? Schau mal! Sehr stark! Also Leute, lasst uns mal sehen, was das bekommt! Timon, ich will so sehr eine Axt! Das bekommt einen Löffel! Was, ein Löffel? Ich hab gar kein Glück! Leute, wie kann ich hier damit rauskommen?
Ich habe eine Idee. Seht mal, was ich tun werde. So. Schlechte Idee. Leute, es ist kaputt und hat mir überhaupt nicht geholfen. Also, lasst uns mal schauen, was Trafario jetzt bekommen soll. Und Trafario bekommt seinen eigenen Kopf. Was meinst du mit meinem eigenen Kopf? Also, du musst mit Hilfe deines eigenen Kopfes rauskommen. Jetzt wollen wir mal sehen, was das bekommt. Und das bekommt eine Spitzhacke. Ja, Freunde, das ist wie in Fortnite. Bäume mit so einer Spitzhacke hacken. Hier, nimm sie. Oh, Freunde. Leute, ich bin sicher, dass ich gleich ein Loch mache. Sieht mal. Ich versuch's mit der anderen Seite. Vielleicht geht's doch noch schneller. Los. Nur noch ein kleines Stück und ich bekomme ein kleines Loch für den Anfang. Ah, dreh das Rad, ich kann mir nicht mehr den Kopf schlagen. Komm schon, los, schauen wir, was weiterkommt. Komm schon, Timon. Ein Messer, das ist großartig. Leute, ich komme sehr gut voran. Das bekommt eine Säge, Leute. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Leute, aber ich denke, die Dinge werden vorankommen. Es ist nicht mehr viel übrig, um das erste Loch zu schaffen. Dann geht die Arbeit vielleicht noch schneller. Ich habe bereits ein Loch und schon bald kann ich herausgehen und 1000 Euro gewinnen, Leute. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr noch viele weitere tolle Videos wie dieses könnt. Okay, ich muss das schaffen. Mal sehen, was als nächstes passiert. Ich komme bald raus. Dann schauen wir mal. Gut gemacht. Jetzt werde ich ganz sicher rauskommen. Fast geschafft. Mal sehen, was das noch bekommt. Ja, Freunde, eine Axt! Eine Axt! Ich hab gewonnen, Leute! Schaut! Boah, ich hab ein Loch gemacht, Leute! Schaut mal hier! Da, da ist es! Das läuft gut! Ich muss 1000 Euro gewinnen! Ich mache aber, Leute, mein passt hier. Leute, ich kann das Licht von der anderen Seite schon sehen und das ist sehr gut. Mal sehen, was Trafario jetzt bekommt. Eine Brechstange, ja, es ist großartig. Ja. 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 Und das bekommt eine... Das bekommt eine Schaufel! Ja, Mann! Los geht's! Gib die Schaufel her! Super! Jetzt schlage ich stärker! Das hat geklappt, Leute! Ich mach das gleich kaputt! Ich mach's kaputt! Schaut mal, was für ein Loch wir haben! Jetzt wollen wir mal sehen, was Trafario als nächstes bekommt. Oh mein Gott, das ist eine nutzlose Zange! Was soll ich jetzt tun, Leute? Ich habe eine Idee! Eigentlich ist die Zange gut. Sie machen einen wirklich guten Job. Seht mal, ich werde die Challenge sehr bald gewinnen. Und 1000 werde mein sein. Das erhält den Hammer, Leute. Komm schon, komm schon. Aha, heute ist mein Glückstag, Leute. Ich mache gleich ein riesiges Loch. Hey, hey, hey. Leute, ich werde bald von hier verschwinden. Schaut, mein Kopf ist schon draußen. Ich habe noch ein bisschen zu tun.
Und Rafarium bekommt die Säge. Hier, bitte. Das ist sehr gut. Jetzt beginnt die erste Arbeit. Ja, Kumpel, Brechstange. Ich mach jetzt auf. Schaut mal, Leute. Das beste Werkzeug ist bis jetzt die Säge. Mal sehen, was der VÖ jetzt bekommt. Vielleicht ist es ein Betrug, ist es möglich? Nicht so viel schnacken, sondern lachen. Leute, schreibt in den Kommentaren, dass das nicht fair ist. Ein Messer? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mal schauen. Ich stell mir vor, dass ich Gurken hacke, Leute. Sieht mal. Mal schauen, was Safarö jetzt als nächstes bekommt. Seht mal, was ich für ein Loch gemacht habe. Leute, noch ein bisschen und ich könnte gewinnen. Achtung! Ich bin sicher, dass das eine Chance zu gewinnen ist. Super, ich versuche jetzt, sie zu treten. Nein, nein, ich brauche noch mehr. Jetzt schauen wir, was Rafario noch bekommt. Eine Axt. Ja, Kumpel, komm schon. Komm schon, ich kann gewinnen. Ich glaube, meine letzte Hoffnung, Leute, ist diese Hacke. Nur noch ein bisschen mehr. Ich hab's gleich geschafft. Ich hab's gleich geschafft. Mein Kopf passt aber sehr schwer da rein. Das ist nicht gut. Ich muss weitermachen. Ich brauche ein bisschen mehr. Ah, ich stecke fest, Leute. Mein Bauch. Ich hab gewinnen. Ich hab gewinnen. Mein Geld. Lass mich raus. Nein, Stas, du bleibst hier ganz alleine.